Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier drinnen am Spielen. Wir sind, lassen wir noch die Pause drinnen. Ich habe hier mal durchgeguckt, gecheckt. Wir können hier eine neue Ideengruppe machen. Und habe mir das mal angeguckt, alles. Und mir gefällt am meisten hier die Entdeckerideen, dass wir da vorankommen, indem wir dann die neue Welt entdecken. Deswegen werden wir das nehmen, denke ich mal. Das Seefahrtideen wäre natürlich für uns auch nicht schlecht, weil wir eine Seefahrtsnation sind mit Schiffen, aber ich tendiere erstmal dazu. So, und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So, wir sind Stufe 7. Das ist soweit gut. Was macht das andere alle hier? Oh, Bilanz ist 1187. Okay, da müssen wir hart dran arbeiten. Wir haben natürlich jetzt auch viele Dingens drin. Wie heißt es? Berater. Müssen wir die mal vielleicht raussetzen? Wie viel Geld haben wir denn hier so? Oh, es sind auch einige Kredite am Laufen. Vielleicht sollten wir die Berater einmal rausnehmen, ne? Ja. Jetzt die Frage, wie weit kommen wir hier mit? Lassen wir jetzt wieder laufen. Ich bin jetzt am Überlegen, die drei nach Schottland zu schicken, damit die da eigentlich was schon einnehmen, ne? Wäre jetzt schön, wenn hier der Tower mal frei wird. Die Franzosen immer noch mit 144 ablehnen. Den Kriegsgrund gegen Brabant, okay. Und gegen Holland. Aha, da ist das geschafft. Der Kriegsgrund gegen Flandern ist auch weg. Obwohl, auf der anderen Seite müssen wir hier diese Provinzen alle freimachen, einfach aus dem Grund, weil, ne? Und damit haben wir ja auch bessere Einnahmen, ne? Ein Darlehen, Sterling 30 akzeptieren wir. Da kommt wieder der Franzmann mit seinen 144. Immer noch, ja, ablehnen. Okay, da ist es weitergegangen. Kommen wir da hin? Ich glaube nicht, ne, oder? Nee, leider nicht. Das bedeutet, kommen wir da hin? Ja, kommen wir. Gehen wir da hoch und machen dann da weiter, weil hier unten kommen wir jetzt nicht durch wegen dem Tower. So, finanziell können wir hier noch senken, ja. Finanziell wollte ich nochmal wieder reingucken. 11 war es eben, jetzt sind wir bei 10,76. Ist natürlich nicht wenig, was wir da gerade verbraten, ne? Ja, da ist er schon wieder. Können wir nochmal? Nein, können wir nicht. Wichtig ist, dass dieser Tower jetzt mal endlich fällt, ne? Der braucht ewig lange. Ist jetzt passiert gerade, oder? Mal kurz langsam. Ja, ist es passiert. Okay, gucken wir erstmal hier aus. Hat er Diplomatie? Erhält mal Prestige oder diplomatische Macht? Ja, diplomatische Macht steigt so schon relativ gut. Prestige. Nehmen wir Prestige. Dann gehen wir auf London rüber. Und einmal hier rein. Es sind 144 noch aktuell. Ja, ablehnen. Weiter geht's. Da oben haben wir auch eine Provinz besetzt in Schottland. Jetzt müssen wir noch London freikriegen. Hier, das geht automatisch durch den Tower jetzt weg. Und ja, klappt, oder? So, London freikriegen wäre schon ganz wichtig. 144 bleibt dabei. Okay. Da oben geht's weiter. Kommt irgendein Angebot rein? Über einen Kredit. Den nehmen wir auch wieder an. Okay, Schottland wird durch England bewegen. Okay. Nutzt haben wir eine Enthaltung in Debatte. Okay. Gut. Da unten sind wir gut zu Gange, aber den holen wir jetzt und da wird
aufgesetzt, oder? Zack, wo ist das? Utrecht kommt da. Okay. Utrecht müssen wir jetzt gerade erstmal treffend schlagen. Damit die gleich wissen, wo der Hammer hängt. Gut. Haben wir geschafft. Ich glaube, die schiffen vielleicht noch mehr ein. Gehen wir so lange aber noch auf Dingens rein und müssen nur aufpassen, wenn die wiederkommen. Weiß nicht, wo sie anlanden wollen. Da sind sie wieder und da gehen wir wieder hin. Da oben kontrollieren wir auch die Provinz. Dann holen wir die Insel noch. Und 1,9 Truppen kommen da an Land und werden geschlagen. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Jetzt müssen wir London befreien. Kommen die wieder? Gute Frage, ne? Die kommen wieder. Und dann geht's wieder einer. Wir sind schon da und die kommen noch rauf. Das ist auch gut. So, Stopp, Geburt des Kolonialismus. Okay. Wir haben einen Handels... Okay. Können wir hier was senken? Ja, machen wir. Ist aber nicht viel. Ah, Zeit der Entdeckung, okay. Und ja, Schlacht abwarten. Das müssen wir dann zurückzahlen. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir die schlagen. Da ist jetzt besetzt. Okay, die Schlacht ist noch zu Gange. Das waren jetzt die Truppen hier oben. Dann gehen die da rein und halten die Provinz da auch. Die Schlacht gerade beenden. Ist auch erfolgreich gewesen. Bringen sie noch mehr rüber? Gute Frage, ne? Wir gehen erstmal wieder rüber. Und gucken, ob sie wiederkommen. Sie kommen wieder mit 2000 Mann. Dann greifen wir sie wieder an. Da kommt ein Angebot der Franzosen wieder rein mit 144. Genau, lehnen wir ab. Schlacht ist da wieder zugange. Ja. Und die werden auch wieder sterben. So, jetzt weiß ich nicht, ob sie auch wieder kommen. Okay, das ist da oben gewesen, ne? Genau, da müssen wir jetzt stehen bleiben. So, da kommt ein Friedensangebot. England tritt Cambria an Schottland, England tritt Ulster an Schottland ab. Nein, ablehnen. Den Spieß drehen wir gleich um. Die sind schon wieder da mit zwei Truppen, meine Güte. Also Utrecht will's wissen, ne? Nur ein Kredit aufgenommen. Ist so. Und die Truppen werden jetzt wieder verlieren. Das wäre natürlich, wenn die alle auf einen Schlag gekommen wären, ne? Wenn das jetzt schon 8 Einheiten oder so, da hätten wir schon alt ausgesehen, ne? Irgendwann müssen wir nur London mal befreien. Tja, kommen sie wieder. Irgendwann ist der Startsäckel leer. Und wieder ein Angriff. Der Franzose kommt mit einem Angebot rein. 144, wie immer, abgelehnt. Die Truppen der Utrechter zerschlagen. Wir haben allerdings keine Reserve mehr, sehe ich gerade, ne? Und wir hoffen, dass die auch keine Reserve mehr haben. Ich habe auch kein Schiff mehr von denen gerade gesehen, oder? Das war nur noch eins da. Ich glaube, Utrecht hat sich erledigt. So, da ist wieder der Franzose mit seinen 144, genau.
Ablehnen. Und da kommt der Schotte rein. Wir sollen noch was abgeben. Das lehnen wir rigoros ab. Agent entdeckt, okay. Aber wir haben da einen Spion drin sitzen, ne? Diplomatie. Okay. Ihr könnt. Haben wir die Ansprüche schon? Machen wir gerade weg. So. Nee, haben wir keinen Anspruch drauf. Warum können wir nicht? Da kommt von Utrecht jetzt der Weiße Friede. Den akzeptieren wir. Wohlauf. Kriegsgegner raus. Wer ist noch drinne? Britannien und Frankreich und Schottland. Ich glaube, Schottland ist aber jetzt nicht. Waffenruhe endet, genau. Können wir hier noch was senken? Ja, zweimal sogar. Okay, Geld 150. Wir müssen jetzt London befreien. Das ist jetzt ganz wichtig. 9% sind es hier unten noch. Und das muss jetzt zügig vorangehen mit London. Der Franzose mit seinem Angebot von 144 wahrscheinlich, ja. Utrecht bringt jetzt keine mehr. Wie sieht es hier drin aus? Okay, das dauert noch. Ja, das ist jetzt ein müßiges Spiel, aber es funktioniert nur so, ne? Wir sind im Krieg, deswegen konnten wir mit denen jetzt auch kein Dingens mehr machen. Das ist auch klar. Glücklicherweise verloren wir den Handelsschutzkriegsgrund gegen Lübeck. Okay, ist nicht schlimm. Ist nur aufpassen, dass kein anderer hier rüberkommt jetzt. Das wäre nicht gut. Kriegen wir noch eine Einheit erstellt? Denke ich schon, ne? Machen wir mal. Die kann hier unten schon anfangen zu befreien dann, ne? Und wie sieht's in London aus? Noch nichts Besonderes. Okay, was passiert? Wir haben einen da, der im Wert von 200 verlängert. Okay, aber dahinter ist was Schlimmeres. Wir verloren die Stabilität. Nee, wir haben Stabilität erhalten. Wunderbar. Regeneration plus 10. Rekrutmusier und Kriegsmüdigkeit monatlich minus 0,5. Das ist doch super, oder? Das ist der Franzose. Sein 144. Abgelehnt. Was haben wir da? Ketzerei. Erlangt Inquisitor. Papsteinfluss und der Philosoph Nebemisch Kon stirbt, alte 5 administrative Macht, verlieren Papsteinfluss. Also wer ist denn der Philosoph hier? Haben wir den hier irgendwo drin? Ist das einer von denen? Ja. Ehrliches Prestige 1. Ist die Frage, ne? Gibt auch nur 2 Zweier dann. Ich glaube, wir nehmen den. Da ist auch ein neuer gekommen, aber der kostet auch 2. Okay, Schicksal. Das ist dann zu teuer, ne? Momentan. Gut. Weiterlaufen lassen. Wie sieht's hier jetzt aus? Noch nicht gut, dauert noch. Es kommt gleich die Einheit. Wer ist das? Keiner, okay. Immer schön aufpassen, dass keiner runterkommt. Ab nach Cornwall. Den ein Friedensangebot von der Bretagne. Der Weiße Friede ist akzeptiert. Und schon haben wir ein Plus von 10%. Wohl auf. Dann haben wir hier noch den Franzosen immer noch mit 144. So, jetzt lassen wir weiterlaufen und befreien unsere anderen Länder rein. Der Schotte hat gerade seine Schiffe in Bewegung gesetzt, habe ich gesehen. Okay, die sind jetzt hier. Wir haben Einspruch auf eine Provinz verloren.
Anjou, okay. Aber wieso sind die denn da wieder weggefahren? Ach, das ist Holland, das ist gar nicht der Schotte. Sieht ein bisschen anders aus. Was macht's finanzieller Grad? 9er. Okay. Das haben wir geschafft. Nächste. Okay, wir haben Handelsschutzkriegsgrund, okay. Wir müssen England freikriegen, beziehungsweise London, nicht England. Da knistert schon ein bisschen, aber mehr auch nicht. Der Franzose mit 144, ja, abgelehnt. Läuft, ne? Gut. Können wir irgendwo investieren. Und das wäre, machen wir gerade Pause, England. Okay. Das bedeutet, die da weiter marschieren und nochmal hier reingucken. Wir können hier den Kostenregimenter minus 10. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall, weil das wird dann die Kasse entlasten. Okay. Gut. Also, das war hier. Ja, das ist schon ein bisschen was, ne? So, jetzt bitteschön, wertet mal hier mit Dingens fertig. 144. Oh, Burgund schenkt uns 40 Taler, das ist super. Da haben wir eine Provinz mehr befreit. Okay. Darlehen verlängert, aber jetzt müsste London frei werden, ne? Das dauert und dauert, das ist nicht gut. Kent kommen wir leider noch nicht drauf, ne? Nein, das ist, weil London noch da ist. Ist auch ein bisschen riskant, wenn der Franzose könnte dann darüber kommen. Da muss man dann aufpassen. Da müssen wir erst hier Frieden mit Schottland haben. Ziehen wir da hoch. Darlehen ohne Ende, ne? Da kommt ein Friedensangebot der Schotten. Ein weißer Friede ist zu wenig. Das müssen wir haben, wenigstens. So, 17%. Die eine Truppe geht hoch. Und die drei stellen wir auch mal da rein. Und gucken, wie weit sich das entwickelt. Die vereinen wir. Und da sind aber noch rote Zeichen dran, deswegen geht das noch nicht. 144 abgelehnt. Wir müssten jetzt hier noch Truppen haben. Was sind da drin erstmal? Fußsoldaten nur. Das sind auch nur Fußsoldaten. Und hier haben wir 3000 Reiter. Sollten wir vielleicht eine... Nein, wir können es uns nicht leisten. Machen wir hier zwei Fußsoldaten noch dabei. Und hoffen, dass das dann klappt, ne? Pause raus. Mehr Truppen machen. Ja, Frankreich. Frankreich ist groß, ne? Da wird sich nichts ändern. Das wird schwierig sein. Müssen wir gucken, dass wir hier vorankommen. Haben wir die jetzt hier gemacht? Und da auch? Ich sehe keinen. Ah, ein bisschen näher ran, dann sieht man es. Dies kann automatisch passieren, ja. Die Darlehens laufen uns gerade weg. Aber wir müssen es durchhalten. Schön wäre, wenn wir diese Truppen hier jetzt reichen. Der Franzose möchte wieder mit 144, ja. Und London ist frei. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Das wird automatisch befreit. Die Truppen zusammenfassen, sind aber immer noch rot markiert. Jetzt wird schwierig, ne? Also das geht ja von alleine wegen dem Turm. Und wir müssen jetzt schnellstens gucken, dass wir hier Lothian besetzt kriegen.
Verhandlungen mit. Warte mal, machen wir Pause. Verhandlungen mit Schottland funktioniert noch nicht. Gut. So, das Land da unten ist jetzt frei. Jetzt lass uns nochmal gerade gucken. Aber das bringt, glaube ich, auch nicht ganz viel, ne, oder? Nein, das hat noch nichts gebracht. Jetzt müssen wir das noch besetzen. Dann geht's. Aber wir müssen aufpassen, dass hier keiner rüberkommt. Das ist das Nächste. Hier schnell besetzen. Vielleicht gucken wir, dass wir hier 4000 Mann hinstellen. Bringt's das? Ja, das müssen wir dann zurückbezahlen. Das können wir uns jetzt nicht leisten, dass das da noch, ne? 144. Jetzt wäre hier zu überlegen, was man mit den Truppen macht. Ich jetzt die 6000 ausgewählt? Ja. Machen die anderen das? Reicht das, das zu besetzen? Ja, würde reichen. Das bezahlen wir auch. Da ist ein Tower drin. Da kommt von den Schottland wird gezwungen sein, England jeden Monat Kriegsrevolution zu zahlen. Nein, das ist mir nicht genug. Wir müssen auf jeden Fall. Okay, Protestantismus ist etabliert. Da gehen wir mal runter auf jeden Fall. Hier unten halten wir gerade die Stellung mit 6000 Mann. Jetzt muss hier was passieren. Ja, aber ich würde sagen, das, was da passiert, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.